Willkommen zurück zu Drive for Survival. Und wir sind ja in diesem Camp, in dem wir letzte Folge rein sind. Und wir gucken uns hier mal um. Ich glaube tatsächlich, ich kann das irgendwie erobern. Oh, eine große Medizintasche. Sehr schön. Oh, das ist ein Lazarett gewesen. Ich habe den Popschutz übrigens wieder an. Damit nicht so viel gepoppt wird. Nein. Damit ihr mich nicht so schnaufen hört. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wie kommen wir da hoch? Ich habe gesehen, da oben war jemand drauf. Ja. Ah. Hallo. Grüß dich. Uiuiui. Rote Keycard. Ich bin gespannt. Ah, wenn ich F drücke. Alles gut. Alles gut. Hier ist Wasser drin. Da ist einfach Wasser drin. Okay. Nein, nein. Du sollst das essen. Aber gut, ich habe mich wahrscheinlich unmissverständlich ausgedrückt. Da ist sauberes Wasser drin, ne? So. Das Gasolina solltest du jetzt vielleicht nicht trinken. Aber wer bin ich schon, dir was zu sagen? Okay. Ah, da hinten ist der Tunnel. Das ist also doch die Base, die wir erkunden sollten. Also sind wir vollkommen richtig. Oh nein, wir haben die Plätze nicht frei. Das ist natürlich doof. Jetzt haben wir viele Waffen, die können wir verkaufen. Das freut mich. Das freut mich echt, also echt, das freut mich echt. So, dann nehmen wir aber lieber sowas mit rein und sowas mit raus. So. Wieso kommt die Musik? Entschuldigung. Stimme so, tschüss. Auf jeden Fall haben wir hier und dann können wir das Strom anzapfen. Sehr schön. Ja, die bösen Buben, die uns überfallen haben. Guck, wenn ich nochmal F drücke, dann zack. Aber wieso muss ich die. Ach so, wenn ich die Sachen schon gelagert habe. Ja, natürlich. Das klang böse. Ah, hier kann ich Sachen ein. Ja. Einlagern. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Hilfe? Kann schon sehr gefährlich. Dass ich das hier nicht aufbrechen kann. Da hinten läuft ein Bär. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man hat einfach den Einschussloch im Po gesehen hat. Oh Gott. Okay, am Ende bin ich vielleicht ein bisschen gepanikt. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Red Keycard habe ich. Ah, nicht Yellow. Wow. Ich habe die Red. Heißt das, ich kann von der anderen Seite kommen? Oh nein, da kommen schon wieder welche. Wo ist der Typ hin? Da war doch noch einer. Ach, der schubst sein Auto weg. Okay. Safety Matches? Ach so, das sind die. Okay. Okay. Also ich glaube, das sind so Wellen. Die kommen immer ab und zu. Wenn die merken, ah, okay, da passiert gerade nichts. Die Alte macht Pause. Das können wir nicht zulassen. Oh. Ach, kann ich nicht aufheben, ne? Oh Gott. Kommen schon die nächsten. Das ist ein Bär.
Ja, da rennst du weg, ne? Ach komm. Munitionverschwendung nennt man das auch. Da ist noch ein Bär. Wir kämpften da gegen den Bären. Haut er mein Auto? Ach, sehr gut. Da kämpft ein Wolf gegen den Bären. Vielleicht kämpft der Bär auch einfach gegen die Welt. Was ist los? Achso, du bist müde. Erschreck mich doch nicht so. Ich erreck mich doch nicht so. Okay. Ja, ich habe jetzt die rote Keycard. Damit komme ich aber nicht rein, weil ich brauche die gelbe. Ach, hier ist sie wahrscheinlich. Hier kommt was. Hä? Okay. Hallo? Also eins verstehe ich schon. Ich brauche jetzt die gelbe. Ah ne, da brauche ich die rote. Okay, okay. Vielleicht in eins der Autos. Ja, ich weiß, dass du müde bist. Ist okay. Ist okay. Ich fühle dich. Okay, die haben irgendwelche Schutzanzüge an. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich da einfach so reinspaziere. So nach der Art, hallo. Da bin ich. Wahrscheinlich brauche ich die rote einfach drinne. Die gelbe müsste dann hier irgendwo rumliegen. Okay, wir gehen erstmal rein. Wir gehen erstmal rein, weil der ist sehr, sehr müde und ihm geht es sehr, sehr nicht gut. Sehr, sehr nicht gut. So. Dann, oh ja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Das Wasser kann ich austrinken und dann... Also was ich damit sagen möchte ist, hier liegen so viele Sachen rum. Was soll ich mit so viel Benzinkanistern? Also hier kann ich kein Feuerchen machen. Ich kann unten ein Feuerchen machen. Ich würde tatsächlich ein Feuerchen anmachen und schlafen. Ich glaube, das würde mich wärmen, oder? Oder? Wir hoffen es mal einfach mal. Wir hoffen es einfach mal. Okay, wir haben jetzt genau 0 Uhr. Okay. Hier habe ich auch nochmal eine Kiste, wo ich Sachen einlagern kann. Ja, hier kann ich ja die ganzen Benzinkanister reinmachen. Benzinkanister. Sir. Einfach so, ja, richtig geil. Wasser aus einem Benzin. Ach, ich schlafe schon wieder 8 Stunden. Obwohl, 8 Uhr morgens. Ist okay. Ist okay. Ist okay. So. Ja, ich würde tatsächlich die ganzen Benzinkanister. Ich weiß nicht, ich kann die auch ausleeren, oder? Tack. Das nehmen wir. Und hier nehmen wir die Pilze. Ah, ne, die Pilze, glaube ich, geben gleich Hälfte, ne? Ne, geben 20. Ich wollte eigentlich... Oh, oh, hier, lecker, Möhren. Machen wir gleich einen Möhrentopf. Dann haben wir noch... Okay, so, dann machen wir hier Möhren. Karotten. Ah, dann brauchen wir noch eine Karotte. Okay. Wir könnten es auch roh essen, aber wir haben ja auch hier noch Hundefutter. Yummy. Oh, 75. Alter Schwede, das heißt ja alles drin, was man braucht, oder? Wie viel hatten die Tomaten? Ah, wir hätten noch einen gehabt. 50. Ah, es lohnt sich halt einfach nicht. Gut, denn, kann ich auch eins nehmen? Move Item? Ich glaube,
Ja, dann natürlich so. Funktioniert. So, den ganzen Sprit, oder die ganzen Kanister, besser gesagt. Das ist ja kein. Das ist ja kein Sprit. Lassen wir mal hier drinne. Ja. Kann ich eigentlich auch. Nee. Kann ich nicht. Das hier kann ich nicht. Kann ich da unendlich viel sammeln davon? Ja, anscheinend. Anscheinend. So. Das kann ich eine auch da lassen. Falls eine kaputt geht, habe ich eine. Auf Vorrat. Auf Vorrat ist mal gut. So. Ja, das ist ein bisschen schwerer. Schaut mal, was ich alles verkaufen kann. Das gibt Kohle. Aber wir könnten jetzt eigentlich den Knibbel mitnehmen. Aber andererseits, wir haben auch mehr als genug Munition momentan. Okay. Haben wir auch frisches Wasser noch. Stehen. Ansonsten müssen wir mal durchgucken. Wir werden bestimmt noch die gelbe Keycard finden. Nur nicht die Hoffnung aufgeben. Ist halt auch wichtig zu wissen, was wir suchen. Gelbe Keycard. Easy. Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht noch ein paar Crowbars herstellen. Ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt hier irgendwo finde oder... Schwierig, ja, schwierig. Vielleicht ist es auch irgendwo hier drumherum. Okay. Den Watchtower reparieren? Welchen Watchtower? Das müssen sie schon konkreter sagen. Ich hatte ja irgendwie... Was ist der da hinten? Okay. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier weggehe? Kommen die dann wieder? Hä? Achso. Ist der letzte. Müsste ich eigentlich noch mal einen herstellen. Oh Gott, ich bin so happy, wenn die neue Tastatur da ist. Wir haben uns neue Tastaturen bestellt. Gab ein Angebot. Das hätte jetzt niemand keine bekommen. Nein. Ich rede immer so selbstverständlich davon, als wüsstet ihr alle schon davon, aber ich kriege ja auch manchmal neue Zuschauer. Divan ist übrigens mein Mann. Der ist auch immer unten in den Videos mit verlinkt. Der macht auch YouTube. Und ja. Okay. Ist wahrscheinlich nicht da oben, oder? Okay. Gibt es hier irgendwo noch eine Treppe, wo ich irgendwie hier so rauf oben drauf kann? Dass da oben vielleicht irgendjemand hockt? Kann ich die Hand von dem Typen da mitnehmen? Hat er denn noch Hände? Okay, nein. Ich frage für den Freund. Hey. Okay. Gut. Das heißt wohl, wir gehen nochmal zurück. Irgendwo müssen wir die... Ah, Moment. Geil, eine Ampuscht. Und da ist die gelbe... Bin ich blind? Ja, okay, gut. Warum frage ich überhaupt? Nee. Nee. Leute. Ich, ja. Was? Okay, diesmal springe ich rein. Ich habe halt schon ein bisschen Angst, dass die jetzt wieder kommen.
irgendwie. Oh, der hat sich selbst beendet. Ja, nice! Größerer Rucksack. Sehr schön. Bottle with fresh water. Neuer Kompass. Wichtig. Nach dem, was ich gemacht habe. Wichtig. Was ist hier los? Ich habe hier auf jeden Fall rumexperimentiert. Noch mehr! Yay! Also hier haben sie wahrscheinlich die Zombies... ja, erstellt. Kann ich hier rein? Ich will auch. Ich will da auch hin. Aber man sieht, einer ist entkommen. Hier in der Mitte wahrscheinlich, der. Oder? Ich weiß nicht, was genau soll ich mir das jetzt sagen? War's das schon? Bin ich fertig? Ah, how to open and locked storage. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Ja, ich überspringe das mal, weil wir wissen das ja eigentlich schon. Die Frage ist halt, warum hier ein Fragezeichen ist. Ich kann ihn auch aufhauen. Gut, das habe ich nicht gewusst. Mit der Crowbar ist wahrscheinlich einfacher. Ich kann es auch aufschießen. Okay. Erklärungen. Okay. Wieso? Wollen die, dass ich den zerstöre? Warum? Warum ist das da? Oh, Sleeping Bag. Sehr schön. Warum ist das da? Okay. Gut, alles ist nur Bescheid. Wir können die Dinge auch aufschlagen. Da habe ich nicht so weit geguckt. Ich habe gedacht, ja, okay. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir sollten vielleicht eine Waffe und das da lassen. Zack. Sleeping Bag. Ja, nehmen wir mal mit. Kompass weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie ausrüsten kann. Wir werden gleich mal gucken. Nee. It can't be dark. It can't be a snowstorm. But you will never get lost with a compass. One of the most important tools for surviving the zombie apocalypse. Okay. Aber ich sehe ja, also es ändert. Doch, es ändert sich. Da unten. Oh Gott. 32 Meter. Haben wir eine Quest. Bitte sag mir nicht, dass das das Fragezeichen da drin ist. Oh Gott. Leute, ich bin doch. Ne? Doof. Na gut, das wissen wir ja auch mittlerweile jetzt. Sag ich. Vor euch brauche ich mich ja nicht so mehr zu verstärken. Ihr wisst ja jetzt mittlerweile, wie ich bin. So. Wofür ist das jetzt gut? Werden wir sehen. So, ich schmeiß jetzt erstmal Sleeping Bag. Ja, komm, warum? Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nee. So. Rinder. Was haben wir jetzt hinter uns? Was haben wir jetzt? Ach. Der hasst mich nicht. Wir müssen da vorne nochmal eine Quest haben. Das ist unsere Garage. Ja. Mit dem Kompass ist das viel einfacher. Da sieht man ja die Sachen.
Wisst ihr was? Ich glaube, da kommen schon wieder Autos. Mein Auto ist fast kaputt. Ich sollte jetzt erstmal nach Hause fahren und gucken, dass ich es repariert bekomme. Bevor die hier ankommen und mir alles kaputt machen. Die sind nämlich kurz davor, mir alles kaputt zu machen. Ah, okay, mit dem Crossbow, also mit dem mit der Armbrust brauche ich einen Schuss. Mit einem anderen 5. Okay. Das ist kein Problem. Ich habe nämlich gelernt. Kannst du kaputt machen. Haha. Ah, ich glaube, da ist weniger drinne. Sah jedenfalls so aus. Warum? Ich will dich noch weiter kaputt machen. Ich will dich so weit kaputt machen. Explodierst du? Wo bin ich? Bin ich im Jenseits? Was ist passiert? Was? Ich wurde anscheinend einfach weggesprengt. Oh mein Gott. So. Kompass behalte ich. Ich habe gelernt, Kompass gut. Kompass nützlich. Wir verkaufen das. Ja, die behalten wir mal. Die verkaufen wir und kaufen wir wieder. Ja, ich weiß, es ist nicht optimal. Ich weiß, Leute. Es ist nicht gut, was ich da mache. Ich weiß das. Aber es fühlt sich richtig an. Ach, da funktioniert es nicht. Okay. Okay, hast du Kleidung? Nee. Du siehst aus, als hättest du Kleidung. So, dann holen wir uns mal eine Hose und Schuhe. Und eine Mütze auch. Okay, so. Grüß dich. Jetzt muss ich mir nochmal rausfinden, wie ich mein Auto reparieren kann. Wir gehen mal in die Garage. Ich glaube, da kann ich das reparieren. Ach nee, ich konnte hier einfach vorne zum Auto hingehen und da war das reparieren, ne? So, ach nee. Das ist hinten am Auto. Ja, Leute, ich kenne mich aus, okay? Hinten Auto, vorne Auto. Ich weiß das. Okay, wir haben noch 15 Liter drin, ne? Wie viel haben wir? Wir haben 23 Uhr. Ich würde sagen, wir legen uns schlafen. Was ist das eigentlich, dieses Rote? Heißt das, dass es kaputt ist? Kann ich das auch irgendwie reparieren? Das sind halt Fragen über Fragen. Ich habe Fragen. Okay. Die werden uns bestimmt irgendwann früher oder später beantwortet. Okay. So, den Watchtower, da muss ich reparieren, oder was? Nee. Da hinten ist die Quest. Okay. Ja, ich werde jetzt erstmal gucken, hatte ich nicht hier auch einen Briefkasten? Nee. Anscheinend nicht. Ja, dann hätte ich bei der anderen Base in den Briefkasten schauen sollen. Das wäre klug gewesen. Aber ich bin klug. Ich kaufe mir die ganzen Benzinkanister, weil ganz ehrlich, so viele brauche ich nicht. Einer ist vollkommen in Ordnung, aber so viele brauche ich nicht. Und Waffen. Ah, ich weiß nicht, ob ich eine Waffe liegen lassen sollte.
Einfach so als, ja, wir lassen die liegen. Wir lassen die liegen. Weil wir haben nicht immer einen Händler in der Nähe. Ja. Von daher, nimm du das, nimm das. Und ich habe noch eine Waffe für dich. Nee, habe ich nicht. Eine Axt hatte ich für dich. So. Dann habe ich jetzt auch für die Crispo, kann ich die Pfeile benutzen. So. Und du, ach, du verkaufst die Autoteile. Genau, genau, so war das. Gut. So, ich wollte noch rausfinden, was das ist und wofür das gut ist. Ein Seil. Questionable quality can be made with a tanning rack or can be found. Okay, mal gucken, vielleicht werden wir irgendwo irgendwann ein Seil brauchen. Dann haben wir einen. Erstmal gehen wir jetzt rum. Die Selina geht rum, knackt jedes Auto auf. Das ist natürlich, ja. Ich meine, klar, wenn du sowieso Platz hast, kannst du machen, ne? Die Crowbar. Geht halt schneller, ja. Aber jetzt... Ja, hier könnte ich auch zum Beispiel dann immer voll tanken. So. Was war das? Einfach alles einsammeln und dann Fragen stellen. Die sieht gefroren aus. Oh Gott, ach kommt schon. Die fahren ja noch schlimmer als ich. Ach komm. Fuck. Oh, hab ich wieder. Sehr schön. Die haben nichts gedroppt. Die haben nichts ge... Wieso kommen sie dann an? Wenn die sowieso nichts droppen. Ja, ein bisschen Munition habe ich immerhin zurückbekommen. Wir haben gelernt, mehr auch nicht. Also noch öfter werde ich jetzt dann nicht mehr auf den Motor einhauen. Die können ja explodieren. Nice. Money, money, money. It's so funny. It's a rich man's work. So, Essen. Oh ja, Hundefutter. Lecker, sehr nahrhaft. Da ist alles drinne, was man braucht. Vitamine. Oh. Habe ich schon wieder Waffen voll? Nee. Okay, dann doch mit der Hand. So, da haben wir auch unseren Knüppel. Your armor is completely unusable. Was? Dann muss ich das verkaufen und neu kaufen. Sehr schön. Gut zu wissen. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast, Spiel. Aber Munition... Keine Munition mehr? Das ist hart. Das ist echt hart. Echt. Unsicheres Wasser. Na denn, da brauche ich das auch nicht. Okay. Aus kaputten Scheiben kann ich nicht rausgehen. Okay. Ja, Verletzungsgefahr. Okay. Bin ich mal auf der Seite. Verletzungsgefahr. So. Ich hätte mein Auto nicht mitgenommen, ne? Ja. Das steht da immer noch sicher, wo es stand. Dann gehen wir mal Sachen verkaufen. Zum Beispiel auch unsere Kleidung, um neue Kleidung zu kaufen. Weil, ne? Ist nicht mehr sicher, unsere Kleidung. Du, ich brauche eine neue Weste. Du kannst meine alte dafür haben. Joa. Das ist nämlich, es geht dann immer... Ja, okay. Okay, okay, okay. Soll ich ein bisschen Munition verkaufen? Es
Es klingt halt echt komisch, aber soll ich? Ich kann auch übelst viel Geld cheaten, oder nee, was heißt cheaten, aber ich stelle das halt die ganze Zeit diese Plank her. Das kostet nicht viel. Ja gut, aber momentan brauche ich ja sowieso nichts, was Geld angeht. Schaut euch das Geld an. Was kostet die Welt? Ich nehme zwei davon. So ist das. So ist das hier. Ja, das auch. Das brauche ich auch nicht. Oh, hier, voll. Aber auch das brauche ich nicht. Okay. Ich würde sagen, wir schmeißen alles ins Lager. Und gehen nochmal los, oder? Hier ist halt immer zur Mittagszeit, hast du halt immer übelste Schneestürme. Übelste Schneestürme. Davon könnte ich halt immer ein paar mitnehmen. Ich weiß nicht, wofür ich die Seile brauche, aber normalerweise ist hier alles drin, was man so braucht. So für ein Haus gebraucht. ein bisschen Munition. Kann ich irgendwie halbieren oder so? Alt? Ja, okay. Ah, Show Item Details. Okay. 900 per Stack. This Stack. Ah, ja, geldmäßig. Okay, okay, okay. So, Leute. Und zwar machen wir jetzt folgendermaßen. Wir nehmen nur eine bestimmte Anzahl an Dingern mit. Und ich würde sagen, ich hole auf jeden Fall die Munition noch, die da liegt. Weil es ist Munition. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.